Herzlich willkommen zum heutigen Media Briefing. Für unsere Mannschaft geht es schon heute nach Salzburg, wo sie am morgigen Samstag auf den FC Red Bull Salzburg in der Red Bull Arena treffen um 16.30 Uhr. Bei mir begrüßen darf ich heute Cheftrainer Darko Milanic und Daniel Offenbacher. Darko, wie war die Trainingswoche? Neue Verletzte oder ist wer zurückgekommen? Okay, wir haben uns gezielt vorbereitet für Salzburg. Auch mit einigen Problemen noch dazu, das war Spendelhofer und Madl haben inzwischen nicht trainiert. Heute waren beide dabei. Entscheidung treffen wir morgen. Wer ist bereit? Und die Verletzten, die waren vorige Woche verletzt, sind auch heute noch nicht bereit. Was bedeutet Tadic? Pfingst, die Scharife und so weiter. Jetzt hast du bestimmt die Europacup-Woche verfolgt, das Spiel von Salzburg und gestern von Rapid. Glaubst du, abgesehen jetzt von der 5-Jahres-Wertung, welche Auswirkungen auch sportlich wird das auf die Liga haben? Okay, das ist für österreichischen Fußball sicher nicht gut. Schade, dass haben die nicht geschafft. Eine Mannschaft hat ein Ziel schon längst, Champions League, und Rapid war auch, ich finde, viel besser und hat verdient, aber leider ist im Fußball so. Das haben die im Prinzip dann nicht geschafft, beide. Es ist Enttäuschung für denen, ist für österreichischen Fußball nicht gut. Und allgemein für Meisterschaft finde ich auch, dass sie das nicht optimal. Jetzt hat Salzburg ein großes Ziel verfehlt. Glaubst du, ist die Luft dort jetzt etwas draußen oder ist das wie ein Stier, der jetzt erst recht Gedanke? Salzburg ist keine Mannschaft, die erlebt jede Woche einen negativen Schock. Die haben nur Erfolgserlebnisse gehabt in letzter Zeit. Und ich bin mir sicher, das haben die genug psychische und physische Kraft und genug Qualität, dass die gehen dann den normalen Weg nach vorne. Jetzt zu uns. Wie könnte der Plan aussehen, um die Salzburger morgen zu schlagen oder ihnen den einen oder anderen Punkt abzuluxen? Ist da vielleicht Malmö sogar ein Vorbild? Folgendes, wir wissen, welches Stil hat Salzburg, welche Qualität, welche Strategie, wo sind die stark und wann will man was erreichen, muss auf eigene Grenze gehen und das hat Malmö gezeigt, das haben wir auch beim letzten Spiel in Salzburg haben wir gewonnen, haben wir toll gespielt. Das bedeutet in beide Phasen, auch defensiv und offensiv, muss man gefährlich sein. Wir haben probiert, durch Training gezielt in Defensive und in Offensive machen, was ist wichtig. Und jetzt ist morgen dann ab 16:30 extrem wichtig, da sind wir bereit von erster bis letzter Minute wie Mannschaft. Das agieren wir wie Mannschaft, das agieren wir eine Gruppe, eine größere Gruppe. Extrem aggressiv in Defensive und stark in jedem Moment auch in Offensive. Stark in jedem Moment in der Offensive heißt, die wenigen Chancen, die man bekommen wird, dann auch nutzen? Ja, klar. Das ist sicher unser Plan. Es ist immer ein Plan von jeder fußballischen Mannschaft, das macht von dieser ersten Chance auch ein Tor von zweiter Chance. Das ist oft unmöglich, aber beim so einem Spiel muss man wirklich effizient sein. Ich bitte um eure Fragen an den Trainer. Mit dem Mikrofon. Mikro bitte. Na, hinter dir, bitte. Taco, also mal mir nicht das Vorbild, hast du dann eine eigene Taktik,
die du morgen anwenden wirst, die vielleicht überrascht? Vorbild in Bedeutung von Einsatz, von Disziplin, von Mut, was haben die gezeigt, von Klasse in Offensive, das ja. Aber gegen Salzburg kann man auch mit einer Viererkette spielen, braucht man nicht mit Fünferkette spielen. Das hat vorige Woche Alltag hat mit Fünferkette gespielt, das bedeutet nicht alleine das Gewinn zu spielen. Das bedeutet mehr wie haben die agiert am Platz mit die waren extrem stark in Duellen und so weiter, das ja. Macht es ein bisschen Angst, dass die zu Hause so viele Tore schießen? Angst macht mich keine. Ich habe aber schon verfolgt, das machen wir viele Tore. Das habe ich gesehen. Weitere Fragen? Ich habe beim heutigen Training Andy Gruber und Sandy Lovric vermisst. Warum haben die nicht teilgenommen? Die spielen heute mit Amateuren und kommen dann nach dem Spiel nach Salzburg. Okay. Und dieser DS-Kandidat, ist der nur in Graz oder? Er ist weg. Okay. Also der ist kein Thema für Sturm Graz. Er ist weg. Danke. In diesem Moment ist weg, weil sein Visum ist abgelaufen. Er musste wegfliegen, okay, aus Europa. Schick ist ein physisch sehr robuster, dynamischer Spieler. Wird er in Salzburg beginnen? Und wie schaut es aus mit Akiyoshi? Ist er jetzt dann endlich im Kader? Schick ist dynamisch, ja, das ist so. Er ist dynamisch und er beginnt in Salzburg von erster Minute. Akiyoshi ist auch im Kader. Weitere Fragen an den Trainer? Wenn nicht, dann bitte ich wieder zu tauschen. Offit, du warst eine Zeit lang in Salzburg, jetzt hat der Trainer schon gesagt, die erleben nicht sehr oft Rückschläge oder negative Erlebnisse, aber du kannst die Situation, glaube ich, einschätzen, wie es dort jetzt gerade ist. Wie ist das dort? Ja, wie du schon gesagt hast, das ist nicht alltäglich für denen, dass sie 3-0 verlieren. Aber ich glaube, wenn man so ein großes Ziel verfolgt wie die und dann auswärts 3-0 verliert, glaube ich, ist das sicher ein Schock für alle. Aber ja, weiter steht es mir jetzt eigentlich auch nicht zu, dass ich das beurteile, wie es dort ist in den Köpfen oder sonst irgendwas. Weil ich einfach nicht mehr dort bin und das auch nicht sagen kann. Jetzt angenommen, man schafft vielleicht die 1-0-Führung. Wie könnte der Plan sein, das über die Zeit zu bringen oder vielleicht sogar noch eins nachzulegen? Ja, wie vorher schon gesagt, die wenigen Chancen, die wir kriegen werden, versuchen einfach eiskalt zu nutzen. Und ja, Standardsituationen, glaube ich, sind auch immer sehr wichtig gegen so einen guten Gegner. Und ja, wie gesagt, dass wir da einfach kompakt als Mannschaft auftreten und natürlich alles versuchen, das Spiel ja zu gewinnen. Ich bitte um eure Fragen an den Daniel. Gibt es immer wieder solche Phasen im Spiel, wo er eine gewisse Pause macht, wo dann das eine oder andere Gegentor fällt? Wie könntest du dir das ausmerzen in Hinkunft? Ja, ich glaube, das war immer, nachdem wir ein Tor geschossen haben, dass wir danach zu wenig aggressiv waren, nicht wirklich in die Duelle wieder gekommen sind. Und ich glaube, dass wir da einfach präsent sein müssen, dass wir wirklich in jedem Zweikampf den natürlich gewinnen wollen. Und das glaube ich, dass das ja ein Problem war und dass wir das halt ausstellen müssen. Wenn ich Daniel Offenbach in Erinnerung habe bei Wiener Neustadt, wo wir einige Gegentore bekommen haben, und wenn ich an die Schusstechnik denke, dann würde ich mir von Daniel Offenbach gewisse Tore
vielleicht nicht zweistellig, aber doch eine relativ hohe Anzahl an Toren in einer Meisterschaftssaison wünschen. Wird das vielleicht heuer der Durchbruch noch werden? Ja, erst einmal habe ich nur 2 geschossen gegen Sturm. Aber das ist schon richtig, glaube ich, dass man generell als Mannschaft mehr von der zweiten Reihe schießen müssen. Auch gegen so einen Gegner zum Beispiel. Ja, natürlich werde ich versuchen, dass ich einige Tore erziele und so der Mannschaft weiterhelfen kann. Weitere Fragen? Wenn es keine Fragen mehr gibt, dann danke ich fürs Kommen und alles Gute morgen. Keine Frage gibt es noch? Okay. So. Tag am Wochenende endet die Transferzeit. Kehrt dann auch bei Ihnen Ruhe ein, was den Kader angeht, oder wird sich da jetzt eventuell am Wochenende noch etwas tun? Weil es sind da immer einige Namen noch diskutiert worden, bis vor wenigen Wochen noch. Hacic, Djuricin. Das ist ganz normal, es kommt Offenbacher in Frage. Die sind interessant. Aber erwarten Sie jetzt noch das, was passiert auf dem Transfermarkt? Muss man bereit sein, aber ich hoffe, kann ich es machen. Mit Abgehen. Die Transferfrist endet übrigens erst am Montag um 24 Uhr. Eben trotzdem am Wochenende wird es am Sonntag wird es wieder interessant werden. Ne? Also es beginnt. Spannung. Okay. Alles klar. Dankeschön. Ja.